Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within, The Consequence und dem Beagle. Achso, der Aufzug macht das immer lange. Das ist Ihre letzte Chance, sich uns zu beweisen, Kit. Aha. Enttäuschen Sie uns nicht. Vielleicht will Sie ich mich uns nicht beweisen. Den Jungen. Ich will mich nicht beweisen, weißt du? Raus aus meinem Kopf! Und natürlich hinter mir. Es ist einfach, das ist einfach Sonnenlicht. Das ist kein Strahler, es ist einfach Sonnenlicht. Huch, da bin ich draußen. Ein Klavier, wie schick. Eine Katze, Gott sei Dank. Leider Part gerade erst angefangen. Eine Stunde sieben bin ich also schon dran. Ei, 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 ei. Och nö. Sie strecken die Sachen hier aber auch bis ins Endlose. Das ist, muss ich sagen, eine Schwäche an dem Spiel. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es am Hauptspiel. Sebastian. Und Joseph. Ich habe euch damit reingezogen. Was habe ich nur getan? Naja, mit reingezogen ist halt relativ, ne? Schafft dieser Sebastian das besser als ich, oder wie? Naja. Oh yeah, ein Kontrollpunkt. Oh no. Ohne Waffe? Oh no, 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 no. Renn, renn. Ah. Renn durch. Oh, eine Pistole nur für mich! Das geht gar nicht. Das Spiel entscheidet das für mich. Das ist süß. Oh je. Das ist kein Fass. Er hat noch Kopf, aber es interessiert ihn nicht. Irgendjemand Moon für mich? Irgendjemand noch mehr Moon für mich? Okay, falsch, falsch, falsch. Oh, was habe ich falsch gemacht? Nö. Ist ja auch ein Schalter. Bin ich blöd? Was? Okay, hier muss irgendwo ein Schalter sein. Aber wo? Ach so, ja. Die hat noch weniger Ausdauer als Sebastian Castellanos. Ist okay, komm ruhig. I don't care, dann kommt ihr doch. Drei, drei auf einen Schlag. Hat irgendeiner von euch einen Mond für mich? Oh no, ich hab nicht aufgepasst. Nein. Ich glaube, wir sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Hab nicht aufgepasst. Naja. Ich war zu moongeil, die gar nicht da lag. Aber da liegt noch welche. Ich lasse die wieder hier hinkommen. Das war ja erstmal gar nicht schlecht. Alle drei.
müssten einige von da angerannt kommen. Hoffe ich zumindest. Ich will nicht verarschen. Kommen die erst, wenn ich an einem bestimmten Punkt bin oder wie? Mann! Das war sinnlos. Genauso wie das. Nein! Nein, nein, nein! Julie, du dämliche Kuh! Ja. Haha, fickt euch doch, ehrlich! Das macht keinen Spaß. Jetzt habe ich eine Waffe und es macht genauso wenig Spaß. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Naja. Auch einen habe ich jetzt nicht erwischt. Das ist doch geil. Nein, nein, nein. Und der erwischt mich jetzt wieder, oder was? Nee, beide haben überlebt. Sag mal, wie unverschämt bist du? Och Mann, das ist doch nicht wahr. Es ist wieder diese Schleife. Es ist diese, ich bin so oft an dieser Scheißkuh verreckt, dass ich jetzt auch schon keinen Bock mehr hab. Letzter Part für heute, ey. Ich hab auf diesen Rotzgatz so wenig Lust. Ja, lauf doch. Bitte noch mal. Ja, natürlich. Nein, 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 Julie! Lass mich ruhig kaum mehr Munition haben, ihr... Die lädt so nah... Was kann diese Frau überhaupt? Was kann sie? Sie kann gar nichts. Und ich bin super träge mit ihr. Super träge beim Zielen. Echt einfach witzlos. Ein. Einfach nachladen, Julie. Warum kommen jetzt weniger? Muss ich's verstehen? Egal. Vor mir, hinter mir, ich höre Schritte. Ich bin da, wo Sebastian ist, ne? Ist das Rubik? Nein! Nein! Nee, Kidman. Geh doch bitte. Das ist nicht deren... Sie haben alles reingeballert, was einem das gerade richtig kaputt macht. Ich hätte vielleicht schon beim letzten Part aufhören sollen. Passiert ja manchmal. Auf die nächsten 10 Tode, meine Lieben. Auf die nächsten 10 Tode hier. Komm her! Nein, bin ich doof? Julie? Kann ich hier auf sie zielen? Okay, es scheint sie nicht zu...
ich sie gerade einfach ein bisschen sehr, oder wie? Wo ist sie denn? Nein, schieß doch! Nein, nein, nein! Das ist lieber auch zu gut, ne? Sie macht's nicht, sie macht's nicht, sag mal! Bist du denn gänzlich bescheuert? So sieht beschissenste Spielmechanik aus, wirklich. Beschissenste. Geh doch bitte in Deckung. Geh doch bitte in Deckung. Geh doch bitte in Deckung! Ich muss meine Deckung aufgeben, um zu zielen. Das ist ein bisschen traurig. Aber dreh dich mal bitte. Jetzt habe ich eine Waffe und es macht genauso wenig Spaß mit ihr, also ist okay. Vor allem, ich muss mich ihr zeigen, weil, tja, wo ist sie denn jetzt? Direkt neben mir stehen, ich wüsste es nicht. Irgendwo da hinten ist sie. Okay. Was ist denn das für eine Scheiße? Wie dumm von mir. Nein! Das habe ich jetzt nicht getan, oder? Wo? Wo? Da hinten wieder. Macht sie das gleich jetzt, oder? Ist sie so doof? Kann ich die so cheesen? Hab ich sie jetzt wirklich... Ist sie jetzt tot? Ist sie jetzt weg? Kann ich auf deine Leiche spucken? Hat Ludwig dich geschickt? Ich hoffe, er versteht die Botschaft. Ich zeig dir was, ich zeig dir was. Disrespect, du Bitch! Din, 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 din. Oh, warte, 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 das muss man sehen. Hier, also, din, din. Da ist doch der Rest von dir, oder? Da ist der Rest von dir. Cheat, 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 cheat. Disrespect, disrespect. So, das habe ich mir verdient. Oh. Okay, ohne Witz, das habe ich mir verdient. Bleib mal nach. Hey, sie ist weg. Sie ist weg. Jetzt kann es nur noch schlimmer werden. Jetzt kann es ja nur noch schlimmer werden. Ist das wirklich die einzige Munition, die man mir gegönnt hat? Meine Fresse. Aber dass ich sie wirklich da gecheased bekommen habe, weil sie immer nur hier hinten gelaufen ist, auch nicht schlecht. Nehme ich dankend an. Na gut, hier ist echt nichts mehr. Kidman, bist du da drin? Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Sebastian? Kidman, ich bin's. Ich bin dabei. Das ergibt zwar keinen Sinn, aber sei es drum. Wenn du nicht gekommen wärst. Spar dir das. Es kommen bestimmt gleich noch mehr.
Sebastian? Was ist... Bleib weg! Ich bin verantwortlich für Sie. Es tut mir so leid, was du wegen mir durchmachen musst. Ich hab dir doch schon mehr als genug wehgetan. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Dass sie das mit den Schuhen überhaupt so kann, was weißt du? Etwas voreilig mit der Waffe, Kid. Was haben Sie jetzt vor? Das, was nötig ist. Nein. Sie tun, was wir sagen. Sie bringen uns den Jungen oder sie werden verschwinden. Ach nein. Nicht schon wieder. Einfach nicht schon wieder. Glauben Sie wirklich, Sie können es aufhalten? Weiß ich nicht. Würde ich gerne. Halt, verdammt! Schluss! Ja, die ist klar. Dankeschön. Mama, den will ich nicht, Tante. Da ist wirklich alles drin, was ich in Spielen verabscheue. Wirklich alles. Wie ich auswendig kenne, ist auch so eine Sache. Aber hey, wieder 26 bis 30 Tote ist in Ordnung. Glauben Sie wirklich, Sie können es aufhalten? Nein. Halt, verdammt! Schluss! Sie laufen weg, weil Sie schwach sind. Sie haben Angst vor uns. Was zur Hölle ist das? Joseph, unmöglich. Läuft das Ding noch? Zeit, das rauszufinden. Scheiße! Was machst du da? Antworte mir, Kinder! Überlebt. Ein Geist wird geboren, okay. Ja, also Leute, Kapitel 3 fand ich schon mal ziemlich scheiße. Kann ich auch leider nicht schön reden. Vielleicht wird Kapitel 4 besser. Was ich aber schön fand, dass man gesehen hat, dass sie gar nicht auf Sebastian geschossen hat. Das hat man ja gedacht, auch wenn man es nicht im Hauptspiel gesehen hat. Sie hat auf Ruvik geschossen und damit den Bann erst gebrochen. Bis zum nächsten Mal eben. Und das ist ja schön. Die fragt mich nur, sie hat ja gesagt, ich habe dir doch schon genug angetan. Ich glaube, auch das bezog sich, wie bei Ruvik damals bei Sebastian, auf was anderes als nur diese Welt, die da ist. Bin ich gespannt, wo das hinaus... Ich bin immer noch gespannt auf die Story, also ist so. So, nicht... Nein, ich will... Da ist die Lampenlady. Du bist tot. Ich habe Disrespect auf deine Leiche gemacht. Es gibt zwar keine Beschränkung, wie viele Leuchtstäbe du werfen kannst, aber es können immer nur 3 Stäbe auf einmal leuchten. Das nennt man Beschränkung. Also, es war jetzt, ja. Guck mal, Laura. Was machst du denn hier? Laura, dich will ich nicht hier haben. Harry Potter.
Ich denke mir die ganze Können Zeit... Sie unterscheiden zwischen gut und böse? Eigentlich ja. Also eigentlich. Deswegen weiß ich auch, dass Kidman nicht böse ist. Nee, oder? Nein. Du bist wirklich zu dumm zum Scheißen. Du bist vielleicht nicht böse, aber dumm. Scheiße. Was ist das für eine Polizistin? Die kann gar nichts. Keine Ausdauer, denkt nicht nach, verliert ihre Waffen. Kapitel 4, ein Geist wird geboren. Ich verstehe das nicht. Also, die ist unfähig bis zum... Verstecken kann sie sich gut, da will ich ja nicht leugnen. Aber den Rest jetzt auch nicht mehr so geil. Wahnsinn! Schwerverbrecher hier. Jetzt stehe ich hier. Und hab wieder keine Waffe. Dankeschön. Aber ich mache jetzt hier einen Cut rein. Das war einfach genug für heute. Das war zu viel. Aber sei es drum. Jetzt bin ich wieder neugierig, was da kommt. Ich habe aber das Gefühl, dass ich Angst haben sollte, was da kommt. Naja. Okay, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Hinterlasst mein Kommi. Bin ich die Einzige, die das Gefühl hat, dass hier wahnsinnig viel schlechte und nicht durchdachte Spielemechanik so richtig aufeinander klatscht, weil es so viel oft hintereinander kommt? Ich meine, das mit dem Verstecken, das ist doch super scheiße gewesen. So, dass das so gar nicht funktioniert. Vor ihr weglaufen. Vor ihr weglaufen hat man so gut wie keine Chance. Das ist auch so... Ja. Das ist... Hab Glück oder hab kein Glück. Da gibt es keine Mechanik, die man benutzen kann oder so. Das hatte einfach keinen. Es war Glück. Wie die gelaufen ist, wie du gelaufen bist. Und danach dann einfach die nächste Scheiße. Und dann Weg finden. Weg vorausahnen können. Weil einmal falsch laufen ist instant tot. Das war zu viel des Guten. Dann der Kampf mit der Lichtlady. Wobei, da habe ich sie ja da beim zweiten Mal ziemlich gut gecheased gekriegt. Nee, das geht besser, Leute. Das geht besser. Das hat das erste DLC deutlich besser gemacht. Mal abgesehen vom Serverraum mit dem Aufzug, habe ich da nämlich richtig Freude dran gehabt. Okay, also haut rein.